Wir haben so schöne Lieder gesungen. Die nie endende Liebe Gottes. Ich bin kein Sklave der Angst mehr. Ich bin ein Kind Gottes. Erlebst du das? Erlebst du das wirklich in der heutigen Zeit? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, kannst mich korrigieren, aber dass wir in der Endzeit leben. Der Druck wird größer, auch auf die Gemeinde. Menschen werden mehr und mehr verfolgt. Hier vielleicht nicht ganz so, aber in anderen Ländern, da ist es verboten, den Namen Jesu in den Mund zu nehmen. Da können Geschwister nicht so zusammenkommen, wie wir es heute tun. Da müssen sie Angst haben, dass sie verhaftet werden, eingesperrt werden, getötet werden. Der Feind tobt. Und seine beste Waffe ist die Angst. Aber wir haben jemanden, der größer ist. Wir haben jemanden, der diesem Feind, dieser Schlange den Kopf zertreten hat. Und von dem möchte ich heute versuchen, euch ein bisschen was nahe zu bringen. Also ich möchte nicht in Sprüchen weitermachen, sondern ich habe mal angefangen vor einiger Zeit, uns so ein bisschen an den guten Hirten ranzuführen. Und heute möchte ich in Psalm 23 die letzten Verse mit euch ein bisschen betrachten. Aber ich lese trotzdem mal den ganzen Psalm. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieser Psalm ist von David. Wir wissen, viele von uns, die Geschichte von David. David, der später König war in Israel, aber der in seiner Jugend ein Hirte war. Und er weiß, wovon er redet, wenn er diesen Psalm schreibt. Er weiß, was es heißt, ein Hirte zu sein. Und er sagt hier, der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendjemand. Kein Präsident, kein Chef, kein was weiß ich was, sondern der Herr, der Schöpfer und Erhalter des Universums. Der ist mein Hirte. Gibt es da noch einen Grund, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Angst zu haben? Ich weiß nicht, viele von uns können mit dem Begriff Hirte nicht viel anfangen. Klar, das ist einer, der mit seinen Schafen durch die Gegend zieht. Und das habe ich früher auch gedacht. Und das macht er ja auch. Also ich bin auf dem Dorf groß. Viele von euch hier, die vielleicht in der Stadt aufgewachsen sind, haben vielleicht noch nie ein Schaf gesehen. Naja, doch, gesehen vielleicht schon. Vor einiger Zeit gab es mal so eine Umfrage. Da sollten Kinder Kühe malen und die haben eine lila Kuh gemalt, weil sie die Milka-Kuh kennen. Ne? Also ich habe immer gedacht, naja, der hat ja einen richtig lauen, coolen Job, zieht mit seinen Schafen durch die Gegend, mal hierhin, mal dahin. Aber als ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt habe, was das heißt, ein Hirte zu sein, das ist ein Rundum-die-Uhr-Job. Gerade wenn die im Sommer, im Nahen Osten, in Nordamerika, draußen auf den Sommerweiden sind, dann sind die rund um die Uhr mit ihren Schafen zusammen. Sie morgens, es wird ein Pferch gebaut, wo die Schafe sich drin auf, zum Schutz auch vor wilden Tieren. Und morgens stellt sich der Hirte an den Eingang und guckt sich jedes Schaf ganz genau an. Er kontrolliert das Fell,
Da können Verletzungen da sein. Das sieht man ja auf Anhieb nicht. Das Fell ist ja manchmal recht dick. Ob Verletzungen da sind, ob es irgendwelche eventuell Parasiten gibt, wovon das Schaf befallen ist, dann behandelt er es. Er ist der Arzt der Schafe. Er kennt seine Schafe. Und wenn er 100 Schafe hat, glaubt's mir, wenn er 100 Schafe hat und eins weg ist, der hat seine Schafe im Blick, der kriegt das mit, wenn das Schaf weg ist. Und er sagt sich dann nicht, naja, gut, ich habe ja noch 99. Jetzt mir die Mühe machen und losgehen und ein Schaf suchen. Nee, mache ich nicht. Nein. Das ist nicht das Wesen des Hirten, eines echten Hirten. Er geht los. Er geht los und sucht das Tier, bis er es findet. Und er geht da nicht bei und sagt, ey, du hängst jetzt hier im Zaun, hast du selber Schuld. Du musst dich auch nicht von der Herde absetzen. Immer du bist das. Nee, er freut sich. Er freut sich, dass er es gefunden hat. Und wenn dieses Schaf verletzt ist oder einfach kraftlos ist, dann hebt das auf und legt es auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Und macht eine Fete zu Hause. Freut euch, ich habe mein Schaf wiedergefunden. So ist jeder. Na, bei euch ist es durch, ihr habt euch schon bekehrt. Aber jeder Sünder, der Buße tut und neu sich für Jesus entscheidet, da gibt es eine riesen Fete im Himmel. Die Engel freuen sich mit über jeden Einzelnen. Keiner ist unwichtig. Jeder wird von dem Hirten gesehen. Er sieht dich. Er sieht dich in deiner Not, er sieht dich in deiner Krankheit, er sieht dich in deinen Fragen, wo du keine Antworten drauf hast. Er sieht dich in deiner Angst. Er sieht dich. Das ist unser Hirte. Und der Hirte guckt ganz genau, wo können meine Schafe grasen, wo ist gutes, gesundes Futter. Sind da eventuell am Rand irgendwelche Giftpflanzen? Das gibt es auch häufig. Wo die Schafe, es gibt Pflanzen, wo es kein Mittel gegen gibt. Wenn sie diese Giftpflanze fressen, sind sie innerhalb kürzester Zeit tot. Er guckt ganz genau, er sieht ganz genau, wo Gefahren sind. Und die größte Gefahr ist vor wilden Tieren, wenn sie unterwegs sind draußen. Wilde Tiere warten nur drauf, dass sie sich jemanden schnappen können, der sich von der Herde so ein bisschen absondert. Die Raubtiere warten, die haben Zeit. Die verstecken sich, warten nur auf den richtigen Moment. Und ich sage es nochmal, wenn jemand ein bisschen weiches Gemüt hat, sollte er vielleicht jetzt weghören. Also es gibt ein Raubtier in bestimmten Gegenden, ist ein Albtraum für die Schafe. Und das ist ein Puma. Ein Puma hat, jedes Raubtier hat eine andere Taktik, aber ein Puma ist sehr gerissen und sehr geschickt. Hirten haben, aus was für Gründen auch immer, sie sind morgens in ihren Pferch gekommen und haben ganz genau gesehen, hier war ein Puma drin. Ein Puma geht so vor, wenn er in den Pferch reinkommt, schnappt er sich als erstes ein Mutterschaf, zerreißt das, trinkt das Blut, frisst die Leber und geht dann weiter. Es tötet nicht jedes Schaf, aber es fällt an und zerreißt mit seinen Klauen, lässt Tiere schwer verletzt liegen, gerät richtig in so einen Blutrausch und zerstört und zerstört und zerstört und verschwindet dann. Und das ist das Wesen des Feindes. Wir sollten dem Widersacher keine Ehre erweisen, nicht zu viel über ihn reden. Aber in der heutigen Zeit ist es oft so, dass er eine Witzfigur ist. Er ist ja sowieso besiegt am Kreuz. Ich muss mich da ja nicht, das ist unbedeutend, nein. Er kann dir dein ewiges Leben nicht nehmen. Das kann er nicht. Aber er kann dir das Leben schwer machen. Der kennt uns ganz genau, der kennt unsere wunden Punkte. Und wir dürfen uns da nichts vormachen. Wir leben in einem Kampf. Auch das Leben als Christ ist kein Spaziergang. Wir haben einen Feind, der nie aufgibt.
Aber das Wichtige ist, was sollte das mit uns machen? Das sollte uns noch näher zu Jesus treiben, dass wir diesen Feind haben. Denn aus dir heraus, vergiss es, du bist ihm nicht gewachsen. Der ist viel intelligenter, ist ein Geistwesen, den kannst du nicht greifen. Du siehst nicht, wo er angreift. Er ist hinterhältig. Er greift sich immer als erstes die Schwachen, die, die zurückbleiben, die Kranken, die Kinder, die greift er sich als erstes. Okay, wir steigen jetzt mal noch mal ein bisschen ein. Also ich möchte nur Vers 5 und 6 machen, den Rest von dem Psalm. Da steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich möchte nochmal auf die Schafe kommen. Wie gesagt, in Nordamerika, im Nahen Osten, ist es so, dass natürlich im Winter sind die Schafe unten in den Ställen, aber im Sommer geht es auf die Sommerweiden. Und leider ist es so, dass diese Sommerweiden, die besonders guten, saftigen, frischen Weiden in Bergregionen meistens ganz oben sind. Und der Hirte geht schon im Winter los, oder nicht im Frühjahr, wenn da oben liegt oft noch Schnee, er geht los und guckt auf dem Weg, schaffen meine Schafe diesen Weg nach oben? Können sie abstürzen? Ist das zu steil? Schaffen sie das? Und wenn er davon überzeugt ist, dass sie das schaffen, dann geht er hoch und guckt sich um. Wo sind die besten Plätze? Er muss auch gucken, was ganz wichtig ist. Gibt es da oben Wasser? Sind da Flüsse? Sind da irgendwelche Wasserstellen? Und auch da guckt er, sind da eventuell irgendwelche Giftpflanzen? Was für wilde Tiere können hier oben sein? Er macht sich ganz, ganz viel Gedanken um seine Schafe. Dann geht er wieder runter. Und im späten Frühjahr, wenn es dann nach oben geht, geht er erst nochmal alleine nach oben. Bereitet einen Tisch, Mesa auf Spanisch, einen Tisch für seine Schafe. Er postiert an mehreren Punkten Salz und Mineralien, das ist wahnsinnig wichtig für die Ernährung der Schafe. Er guckt wieder nach Pflanzen. Er muss gegebenenfalls losgehen und diese Giftpflanzen ausreißen. Oder er muss seinen Plan, mit den Schafen durch die Gegend zu ziehen, so ein bisschen daran anpassen, dass er dieses möglichst meidet. Aber meistens ist es so, dass sie die Dinger ausreißen. Und ganz, ganz wichtig, die Wasserstellen müssen teilweise freigemacht werden. Die sind zugewachsen, zugewuchert, da liegt Laub drin, was auch immer. Und die Schafe müssen Zugang zu dem Wasser haben. Also geht er bei und reinigt das. Er macht sich eine Menge Gedanken und eine Menge Arbeit. Und dann geht er runter und holt seine Schafe. Und die Schafe kommen hoch und haben einen gedeckten Tisch. Das ist unser Hirte. Der bereitet alles für dich vor. Du musst nur kommen. Der ist so gut, der macht sich so viele Gedanken über dich, wie er dich segnen kann, wie er dein Leben reich machen kann. Er gibt sich hin für dich. Ein Tisch mitten, wie hier steht, im Angesicht der Feinde. Für uns ist es wichtig, nah dran zu bleiben am Hirten. Und Geschwister, echt, wir haben das auch als Älteste so auf dem Herzen. Lasst uns zusammenkommen. Lasst euch nicht isolieren. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir müssen füreinander beten. Wir müssen einander tragen. Dranbleiben aneinander. Alleine hast du keine Chance. Das ist so wichtig. Weil sonst ist es so, wie es den Schafen ergeht. Wenn sich ein Schaf absondert, ist es in größter Gefahr. Dann geht es hier weiter.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Was heißt das jetzt erstmal auf die Schafe bezogen? Die Schafe sind da oben. Denen geht's richtig gut. Sie sind gut versorgt, sie haben das beste Wasser. Der Hirte beschützt sie. Alles wunderbar. Aber da gibt es ein Problem, gerade im Sommer. So wie es bei uns auch häufig ist. Du bist auf dem höchsten Berg, dir geht's wunderbar. Du bist erfüllt, voller Freude und Kraft. Aber ich sage dir, in dieser Welt ist das kein Dauerzustand. Wenn wir beim Herrn sind, dann ja. Aber hier in dieser Welt nicht. Wir leben, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Und du hast es tagtäglich mit Herausforderungen, mit Situationen, mit Menschen zu tun, die das Leben schwer machen. Du kannst ganz, ganz schnell wieder von dem Berg der Verklärung runterkommen. Und bei den Schafen ist es genauso. Das Schlimmste da oben ist im Sommer die Fliegen. Da gibt es unterschiedliche Arten von Fliegen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen eklig. Es gibt eine Sorte von Fliegen, die kreisen so lange um den Kopf des Schafes rum, bis sie Eingang in die Nase finden. Und da legen sie ihre Eier ab. Und aus diesen, tut mir leid, aber ich muss das einfach sagen, und aus diesen Eiern kommen richtig, teilweise richtig, gerade bei dieser Fliegenart, richtig ekelhafte Würmer raus. Und diese Würmer finden ihren Weg durch die Atemwege ins Hirn und verursachen dort richtig fiese Entzündungen. Wenn Schafe davon befallen sind, ist es häufig so, das habe ich von einem Hirten gelesen, dass sie sich einen Abhang runterstürzen, weil sie es nicht aushalten. Die Schmerzen wären so stark und so quälend. Auch anderes Ungeziefer. Und wir wissen das doch selber. Du weißt es doch selber, wie Fliegen nerven können im Sommer. Du drehst durch. Dann noch schlimmer sind Mücken nachts mit ihrer Frequenz am Ohr. Aber Fliegen können auch, die können sowas von nerven. Ne? Aber für Schafe ist das eine echte Gefahr, weil das sind noch andere Arten von Fliegen, die echt Zerstörung anrichten. Was macht der gute Hirte? Was macht der Hirte? Er baut eine Salbe. Und ich hoffe, dass ich das jetzt finde, damit ich hier keinen Mist erzähle. Hier gibt es nämlich eine Menge Ärzte und sowas alles. Muss ich aufpassen. Aber finde ich jetzt nicht. Salbe. Ja, eine Salbe wird hergestellt aus Leinöl, Schwefel und Teer. Das mixt er zusammen und schmiert seine Schafe damit ein. Hauptsächlich den Kopf. Und erstaunlicherweise, selbst wenn diese Tiere, normalerweise dieses Ungeziefer, bringt die Viecher zur Raserei, die drehen durch, weil sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Und wenn du nicht mehr zur Ruhe kommst, kommst du an den Punkt, wo du durchdrehst. Wenn du keine Ruhe mehr hast. Und so geht es den Schafen auch. Die laufen wild durcheinander, da ist ein Chaos. Wenn diese Medizin kommt, sagt er in kürzester Zeit, sind die ruhig und entspannt. Es geht ihnen gut. Was heißt das für uns? Was ist diese Salbe? Der Geist Gottes in unserem Leben. Du kommst an deine Grenzen, immer wieder. Und du, was sind denn diese Viren in unserem Leben, die uns zusetzen? Das kann vieles sein. Was verseucht unseren inneren Menschen? Was kommt hier rein? Dieser Apparat, den du nie abschalten kannst. Klar, nachts ist es so, es gibt auch Geschwister, die nachts von heftigen Träumen heimgesucht werden. Aber in der Regel, wenn du guten Schlaf hast, morgens, du kannst doch nicht sagen, so, jetzt denke ich erstmal 2 Stunden gar nichts.
Bei uns Männern sieht es manchmal so aus, als wenn wir nichts denken, aber... Und wir sagen das auch unseren Frauen, wir fragen uns immer, was denkst du? Das ist immer schwer, ne? So, nichts. Aber Frauen können sich das nicht vorstellen, dass ein Mann nichts denkt. Ne? Aber dieser Apparat, der arbeitet. Und er ist auch offen dafür, Informationen aufzunehmen. Und jetzt liegt es an uns. Mit was füttere ich meinen Verstand? Was mache ich morgens als erstes? Mache ich den Fernseher an oder den PC? Oder mein geliebtes Smartphone, um zu gucken, was so in der Welt los ist? Du darfst das machen, das ist kein Problem. Aber wenn du das als erstes morgens machst und dir dann den ganzen Müll dieser Welt reinziehst, was glaubst du, wie du in den Tag gehst? Das ist das, was die Welt will, was der Widersacher will, dass du dich ständig mit allem möglichen Kram beschäftigst. Du siehst, du hörst, du nimmst alles auf. Das ist kein Spiel, das ist kein Spaß. Und ich sage dir, dir geht es manchmal nicht gut, weil du bis nachts vor deinem PC sitzt oder vor deinem Fernseher und dir einen Scheiß anguckst, den du nicht angucken solltest. Und dann gehst du ins Bett und wachst morgens auf und denkst, warum geht's mir so? Weil du dich verseuchst mit dem ganzen Kram. Natürlich gibt es gute Sachen, das ist überhaupt nicht das Problem. Du musst deinen Fernseher nicht wegschmeißen oder es gibt gute Sachen, aber geh damit richtig um. Es gibt einen Punkt, wo du es nicht mehr kannst, weil du innerlich schwächer und schwächer wirst. Das ist das System dieser Welt. Manipulation, die läuft auf allen Ebenen. Du hast nur eine Chance, wenn du am guten Hirten dran bist. Wenn du morgens als erstes zu ihm gehst, das Wort liest, mach es, auch wenn es dir schwerfällt. Lass liegen, Judith. Ist egal. So. Ist egal. Das Wort ernährt dich. Es reinigt dein Innerstes. Gott spricht durch das Wort. Das ist so wichtig, weil wenn du in diese Welt hinausgehst, ich weiß ja nicht, in was für einer Situation du stehst, aber vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, der dich nervt. Wie sieht es damit aus? Oder dein Chef, der dich ständig unter Druck setzt. Wie sieht es damit aus? Hast du das alles im Griff? Oder Sorgen und Probleme, hast du sie im Griff? Oder bestimmen sie dein Leben? Oh, was wird morgen sein? Was wird in 10 Jahren sein? Manche Geschwister machen sich schon Gedanken, was wird in 10 Jahren sein? Da werde ich ohne Rente dastehen oder was weiß ich, diese ganzen Dinge, die unser Leben lahmlegen. Du weißt nicht, was morgen ist. Du meinst, dass du es weißt, du weißt es aber nicht. Es gibt nur einen, der es weiß. Warum willst du dir heute Gedanken über morgen machen? Du kannst doch sowieso nichts dran ändern. Aber wir haben jemanden und dem ist es wichtig, dass wir an seinen Füßen sitzen und ihm zuhören, die Gemeinschaft mit ihm suchen. Wie soll er uns seine Liebe zeigen, wenn wir ständig wegrennen und uns von der Welt sagen lassen, was Liebe ist? Und wir kommen so schnell an unsere Grenzen. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich finde das so bezeichnend. Also es gibt hier ganz, ich will keinen mit Namen nennen, aber es gibt hier ganz, ganz liebe Geschwister, die immer ausgeglichen sind. Die sind immer freundlich, die kannst du immer ansprechen. Aber steig mit denen mal ins Auto, wenn die Auto fahren. Dann denkst du, nee, das ist der nicht, das kann der nicht sein. Die flippen aus. Die beschimpfen Leute, die sie nicht kennen. Das ist, ne? Da merkst du plötzlich, wir haben ohne den guten Hirten keine Chance. Echt? Das ist für einige von uns, auch gerade Männer, die haben mit Zorn zu kämpfen. Mit je Zorn.
Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte einen Vater, der je zornig war. Nicht unter Kontrolle. Zerstörung. Das richtet Zerstörung an. Deswegen brauchen wir das Wirken unseres guten Hirten, dem Heiligen Geist, der sanft ist. Es werden in Galater stehen die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit und so weiter. Das haben wir in der Regel nicht aus uns heraus. All das, hast du Liebe, so viel Liebe in dir, dass du deinen Feind lieben kannst? All das haben wir nicht. Deswegen brauchen, und manchmal lässt uns Gott auch in Situationen einfach reinlaufen, um uns zu zeigen, ey, du packst das nicht, du kriegst das nicht hin. Komm zu mir damit. Er sagt das nicht vorwurfsvoll, aber er wartet so lange, bis du kommst. Und das ist, aber es gibt noch für Schafe gibt es noch ein Problem im Sommer. Und das ist, das wird als Schafreude bezeichnet. Ein Virus, der die Schafe befällt. Und sie brauchen sehr, sehr, sehr schnell Hilfe, wenn dieser Virus sie befällt. Ich will jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen. Also es ist ein Virus, der zum Tod führt, wenn er nicht behandelt wird. Und es ist ein Virus, der hoch ansteckend ist, der sich schnell verbreitet. Wenn du ein Schaf dabei hast, das davon infiziert ist, ist innerhalb kürzester Zeit, wenn der Hirte nicht aufpasst und das nicht wirklich wahrnimmt, ist die ganze Herde infiziert. Was macht er? Achso, und die Schafe stecken sich dadurch an, dass sie in freundschaftlicher Art und Weise, die gehen aneinander vorbei und reiben so die Köpfe aneinander. Und infizieren sich alle. Also, der Hirte stellt wieder eine Salbe her, die ähnlich ist wie die anderen, nur da kommen noch ein paar chemische Zusätze dazu. Und reibt die Schafe damit ein. Wenn er aber eine Herde von, es gibt ja hier Herden, die sind 2.000, 3.000 Schafe groß. Wenn der Hirte jetzt beigeht und anfängt, jedes einzelne Schaf damit einzuräumen, wird er ja nie fertig. Also bauen die Becken mit Wasser drin und dann ist diese Salbe, ist keine Salbe, sondern eine Lösung, die wird dann da reingekippt. Und dann müssen die Schafe da rein. Die gehen auch gerne ins Wasser, aber Kopf runter ist schwierig. Also muss der Hirte ein bisschen nachhelfen. Weil der Kopf ist das Wichtigste dabei. Der Kopf ist das Wichtigste. Der muss freigehalten werden von Infektionen, von Viren. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Was sagt uns das? Kannst du das gerade jetzt aus vollster Überzeugung sagen? Ich weiß nicht, wie gesagt, in was für einer Situation du bist. Wir können das sagen, wenn alles glatt läuft. Wenn es dir gut geht, du bist fit, du bist gesund, deine Frau ist gesund, deine Kinder sind gesund, du musst dir keine Sorgen um deine Wohnung machen, du bist finanziell abgesichert, hast gute, tragfähige Freundschaften, Beziehungen in der Gemeinde vielleicht, alles wunderbar. Dann kannst du aus vollem Herzen sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Du gehst morgen zum Arzt, bist fit, willst nur eine Routineuntersuchung. Und er sagt zu dir, ich habe da was gefunden. Das ist ein Krebs. Der Chef sagt zu dir, ja, Sie sind ein guter Mitarbeiter, aber wir müssen ein bisschen reduzieren. Und Sie sind ja einer der Letzten, der gekommen ist, also müssen wir Sie schweren Herzens kündigen. Und so weiter. Wohnungsnot ist heute ein großes Problem. Du bestehst vielleicht in der Gefahr, deine Wohnung zu verlieren. Wie sieht es dann aus? Kannst du dann noch aus vollem Herzen sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang? Wenn du plötzlich in Situationen bist, die schwer sind? Ich glaube,
Leiden gehört ja zu dieser Welt. Aber Gott lässt uns nie leiden um des Leidens willen, weil er es toll findet. Niemals. Das ist nicht unser Gott. Niemals. Aber manchmal, und hört euch das jetzt einfach mal kurz an, jeder von euch, der hier sitzt, ist ein Edelstein. Manchmal ist dieser Edelstein noch ein bisschen beschmutzt mit allem Möglichen. Da kommt noch nicht so richtig der eigentliche Glanz durch. Aber der Stein muss geschliffen werden. Und das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft. Und manchmal geht es durch Leiden. Aber wenn das alles, die ganze Schlacke weg ist, kommt Herrlichkeit dabei raus. Ein wunderbar glänzender Edelstein. Ich habe nicht die Antwort auf jedes Leid. Ich kann dir nicht sagen, wenn du schwer krank bist, dir sagen, naja, es wird schon wieder, ich bete für dich. Und das wäre hohl. Natürlich sollten wir füreinander beten, aber kein hohlen Trost. Das ist es nicht. Das würde Jesus nie machen. Und wenn einer weiß, was Leiden heißt in dieser Welt, dann ist es Jesus. Von Anfang bis Ende. Er wurde bedrängt, er wurde irgendwo in Fallen gestellt oder sie haben es zumindest versucht. Und wie ist er geendet? Am Kreuz. Er weiß, wie es dir geht, was du durchmachst. Er weiß das ganz genau. Und es gibt, weiß nicht, ob wahrscheinlich kennen einige den, Pfarrer Willem Busch aus Essen. Das war ein Jugendpfarrer. Der ist jetzt schon lange tot, ist in den 60er Jahren gestorben. Und der hat um seines Glaubens willen im Dritten Reich in einem Gestapo-Gefängnis gesessen. Und das waren keine normalen Gefängnisse. Er sagte, wenn er seine Hände ausgestreckt hat, sind seine Finger an die Zellenwände gestoßen, also kleine Zellen. Kalt, weiße Wände, kaum was zu essen und einen ganzen Tag nichts zu tun. Und er sagt, in solchen Zellen, und das war ja auch so gewollt, in solchen Zellen wirst du nach kurzer Zeit wahnsinnig. Aber, er sagte, in dem Moment, wo er am tiefsten unten war, wo er sich selbst keinen Mut zusprechen konnte, wo er den Eindruck hatte, es sind eine Menge Dämonen in seiner Zelle. Es war ja ein schlimmes System. Menschen sollten gebrochen werden. In den tiefsten, dunkelsten Momenten kam Jesus in seine Zelle. Er sagt, das war schon fast physisch spürbar. Und es hat sich alles geändert. Es war Licht da, es war Freude da. Er hat die Liebe dort so erlebt wie niemals zuvor. In der Not. Und es hat sich alles geändert. Er sagte, meine Zelle war voll Herrlichkeit. Paulus und Silas haben das genauso erlebt. Sie sind richtig übel verprügelt worden und sind dann in ein dunkles Verlies geschmissen worden, angekettet. Was muss denen der Körper wehgetan haben? Offene Wunden von den Peitschenhieben. Die wussten, wo sie hinschlagen mussten damals. Und sie waren angekettet. Nass, kalt in diesem Verlies. Und was machen sie? Um Mitternacht? Sie beten Gott an. In der Situation. Da denkst du dir doch, ey, das kann doch nicht sein. Sie loben Gott. Sie loben Gott und beten ihn an. Und da, wo Menschen einfach deshalb leiden, weil sie Kinder Gottes sind und trotzdem anbeten, passiert was in der geistlichen Welt. Denn die Türen des Gefängnisses sind aufgegangen. Die Gefangenen haben die Kurve gekratzt. Da ist was passiert, da hat sich was bewegt. Und das ist, wenn du Menschen siehst, wenn du Geschwister siehst, die leiden, und trotzdem eine Zuversicht und eine Freude und ein Vertrauen in Jesus haben,
ist das ein Riesenzeugnis. Auch für die Welt da draußen, weil die verstehen das nicht. Warum meckerst du nicht? Warum, ne? Warum beschwerst du dich nicht? Warum? Da bewegt sich was. Leid ist nie in Gott, wenn du da mit Jesus durchgehst, ist das nie vergebens. Und ich weiß nicht, man kann da immer gut drüber reden. Es gibt auch hier Geschwister in unserer Mitte, die leiden teilweise über Jahre an irgendwelchen Dingen. Und erscheint sich nichts zu verändern. Man betet Sonntag für die Geschwister. Und erscheint sich nichts zu ändern. Aber glaub mir, und das ist leider schwer für uns, Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Gedanken und meine Wege sind viel, viel, viel höher. Wir können Gott oft nicht verstehen. Aber glaub ja nicht, in den Zeiten, wo du meinst, es passiert nichts, da passiert was, auch wenn du es nicht siehst. Gott arbeitet an dir. Er liebt dich und er lässt dich nur so lange in diesem Leiden, wie es absolut notwendig ist. Meinst du ihm, er findet das toll, ihm macht es Spaß, wenn seine Kinder leiden? Er weiß, was Leid heißt. Also Leiden, klar, natürlich sollen wir das nicht suchen. Also das wird auch kein, es wäre ja auch blödsinnig. Aber wenn du das annehmen kannst, und das ist manchmal ein Kampf, das ist ein langer Weg, wir wehren uns erstmal. Ist auch normal, wer will schon leiden? Du hast Schmerzen, rennst zum Arzt, der soll dir helfen, verschreibt dir ein Medikament, es hilft nicht so richtig. Dann gehst du zum Nächsten und immer so weiter. Ist normal menschlich, das ist so. Aber du kannst an den Punkt kommen, wo du merkst, ey, hier komme ich nicht weiter. Hier kann mir kein Mensch helfen. Hier komme ich nicht weiter. Und Gott lässt das manchmal zu. Geh zu ihm. Mach keine verschnörkelten, frommen Worte. Schrei. Ruf ihn an, wenn du in Not bist. Er sieht dein Herz. Du musst ihm da nichts erzählen. Oder anfangen, irgendwelche Sachen zu erklären. Das braucht er nicht. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist sein Ziel mit uns. Paulus sagt, der viel durchgemacht hat, es gibt da so ein Kapitel, wo er alles aufzählt, da denke ich, ey, nee, Paulus, das kann eigentlich nicht sein. Also er war ja eigentlich ein ziemlich reicher Pharisäer, dem es recht gut ging. Und Jesus hat ihn dann erreicht, gefunden und dann hat sich sein Leben geändert. Und es war viel Druck, viel Bedrängnis da. Er ist öfter verprügelt worden, gesteinigt worden, er zählte alles auf. Und er sagt im Römer 8, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Weltzeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Den Blick in die ewige himmlische Welt, eine geistliche Sicht. Und dieses Leiden auf dieser Welt, so schlimm du das vielleicht im Moment auch empfindest, wir gehen da ja alle mehr oder weniger durch. Er sagt, die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist so unvorstellbar viel größer. Das Leiden in dieser Welt vergeht, die Herrlichkeit nicht. Die Herrlichkeit ist ewig. So ist unser guter Hirte. Er ist am Anfang da, er hat dich gesehen, als du geboren wurdest, als du Kind warst, als du groß geworden bist. Der eine hat sich früher bekehrt, der andere später. Und seitdem ist er an dir dran. Und er liebt dich so sehr. Er leidet mit dir.
Er, wenn du hinfällst, weil du mal wieder Mist gebaut hast, sagt er nicht selber schuld, obwohl er das Recht dazu hätte? Er kommt und hebt dich auf und sagt, ey, komm, wir gehen weiter. Lass dich reinigen von mir. Ich drück dich an mein Herz und wir gehen weiter. Ich weiß, mein Kind, dass das Leben hier nicht einfach ist in dieser Welt, aber ich bin bei dir und meine Hand lässt sich nicht los. Nicht in diesem Leben und auch da drüben. Ich bin fest davon überzeugt, den Ersten, den wir da drüben sehen werden, ist unser guter Hirte. Er lässt dich nicht los. Und haben wir einen Grund, der Schöpfer des Universums, der alles erhält, ist unser Herr, unser Freund. Habe ich einen Grund, mich zu beklagen, zu jammern? Wir sind so schnell dabei oft. Wenn uns irgendwas anders läuft, als wir es uns vorstellen, wie schnell können wir jammern und uns beklagen und undankbar sein? Lass dir vom Herrn echt zeigen, was er für dich sein will. Amen.